So, weiter geht's. Letzte Etappe. Nachdem Gerd jetzt auch wieder da ist. Danke. Möchte den Teppich nicht kaufen. So. Hallo. Danke. Hab ich dich jetzt übersehen? Nö. Wen? Ich? Nee. Gut. Also ein 18 Meter LKW kann man schon mal übersehen. Ich find's übrigens schön, dass du den ganzen Verkehr hier aufgehalten hast. Ja. Weil jetzt kommt hier, also jetzt habe ich, also nee. Jetzt habe ich hier also nee. Ich hab genau. Nicht mal eine Chance zu überholen. So nämlich. Ach. Nee, aber es ist definitiv bei mir mit drauf, aber da kommt's halt nicht so zur Geltung. Dieser dreifache Flickflack-Salto und einmal über die Leitplanke und dann wieder auf den Rädern landen. Nee, ich glaube, ich hab's auch nicht drauf, nur nicht mal im Spiegel oder so. Nee, ich auch nicht. Im Spiegel. Ich war noch zu weit weg. Ach, schade. Was denn? Dass das keiner drauf hat. Ja. Ja, wir können nicht alle fünf nebeneinander fahren, das funktioniert nicht. Warum denn nicht? Also können schon, wenn da nicht solche blöden Geländer im Weg wären ab und zu. Ja, 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 also können schon. Ist eine Challenge. Muss langsamer machen. Ja, wäre nett. Okay. Alter. Ja, ich gehe auf 70. Nick ist der vorfährt, der Geschwindigkeit angibt. Also ich fahre 90. Oder ja, soll ich fahr langsamer fahren? Damit Benny aufschließen kann. Ich hänge nämlich noch im KI-Verkehr. Ich schieb sie beiseite. Ja, aber nee. Echt. Wenn die solche Bremsklötze sind, dann nee, lass mal gut sein. Mario fährt doch hier vorne. Mario ist noch hinter mir. Das war ich, glaube ich, anders gedacht. Weißt du, und jetzt mit einmal ziehen sie wieder weg. Ja, ich ziehe mit 60 gerade richtig krass weg. Nein, die KI. Ach so. Ist so weit Verkehr hier. Wo sind denn die alle hin einfach? Gerade war hier noch Stau und also so gefühlt. Alle weg. Ah ne, hier vorne sind sie wieder. Sind so ein paar. Ja, keine Ahnung, wo die hin sind. Erstmal wieder alles dicht machen, damit Benny gleich wieder im Verkehr hängt. So, können wieder, oder? Ja. Ein bisschen Windschatten fahren hier. Weil, also. Ja, hä? Hast du den nicht gesehen? Wem hast du gesehen? Ja, du das Auto. Welches Auto? Ja. Ja, das wusste ich. Was du gerade mit Vollgas einmal weggecheckt hast. Ein paar Autos? Ich hab dir Platz gemacht. Ja. Hast du nicht wirklich. Jetzt wird dann aber interessant hier. Ja, wird eng, Alter, glänzt ja der Dingens da hinten drauf, der Tank. Du wirst ja blind, Autos, wenn da die Sonne drauf scheint. Ich war ja schon. Maut. Aua. Was war ditte? Ja, du hast mir keinen Platz gelassen. Sorry, ja.
Kommt nicht. Hä? Ich bin extra nach rechts gefahren, damit du da durch, damit du da vorbeikommst. Ja, und ich war rechts. Mach mal langsamer. Ja, die KI bummelt hier eh. Ja, ihr könnt stehen bleiben. Schon wieder. Ihr könnt stehen bleiben, ich liege auf dem Dach. Liegt auf dem Dach? Ja. Ihr könnt ja mal mit der Flycam zurückkommen, könnt euch mal den Spektakel angucken. Leute, es dauert schon lang genug, wir müssen das nicht noch künstlich verlängern, wir haben genug Folgen. War rechts von dir. Du musst auf den Standstreifen gefahren, wa? Ja, da war ich aber die ganze Zeit vorher auch schon. Skandalös. Die 100 Meter davor auch schon. Wie hast du das geschafft? Ihr sollt euch nicht alle in die Botanik legen. Achso, ja, aber hat irgendwer herausgefunden mit dem Spawn, ne? Nee. Ich müsste es jetzt nicht nachgucken. Aber du dürftest, denke ich, in Paris rauskommen. Ich hab halt auch 75% Schaden am Auflieger und 37% am LKW. Also Nico ist in der Maut und, oh! Benny! Ja? Was denn? Das war aber interessant. Hast du ja früh gesehen. Ja, dann komm mal wieder ran. Ihr seid vor mir. Ja. Also, ja. Ich schick dich auch oben lang, oder? Nee. Unten? Ja, wir treffen uns, also theoretisch würden wir uns dann wieder auf der Autobahn treffen. Dann, wir können auch weiterfahren. Ich denke mal an diesem... Ja, fahrt weiter. Ein Kreuz kurz vor der Mautstation schickt er, oder? Ja, ich weiß. Das wäre theoretisch F9. Funktioniert okay. Aber nicht mehr seit der 1.41. Ja, okay, ja, gut. Ich fahre jetzt einfach gerade runter die Straße, die Autobahn. Dann fahre ich ein Stückchen nach rechts und dann nach links. Und dann komme ich da auf die normale Strecke, wo ihr auf seid. Okay, ja, dann fahren wir weiter. Ja. Liegt daran, dass da jetzt der Chat drauf liegt. Ja, deswegen. Warum kommen jetzt hier so viele LKWs? Das frage ich mich auch gerade. Habe ich bestellt. Ich mach mal zu die Spur. Ich hab doch immer eiskalt die Leitplanke gedrückt, ich glaub's ja wohl. Geht ja gar nicht hier. Das sind ja Zustände. Nee, Frankreich. Nee. Beim Nico hat's bestimmt wieder geruckelt und er konnte nichts dafür. Hab ich gar nicht gesehen. Ja. Also bei mir hat's tatsächlich geruckelt, weil ich gedacht habe, ich hab wieder die Planke mitgenommen. Du musst dir bald mal neue Ausreden einfallen lassen. Nee. Ja, ich glaube, mit Geruch meinte er so, dass er eher so ein bisschen hin und her gewackelt ist. Ja, weil ich denn, wenn ich da in die äußere Mauer drin fahre, immer gerne die Leitplanken mitnehme. Damit du auch weißt, dass du rechts bist, oder was? Richtig. Ah. Ja, nee, das Ruckeln könnte eventuell ich gewesen sein. Ach, du bist mir in die Fahne, toll. Nee. Ich war halt ganz rechts. Immer geradeaus. So, bin rechts von mir leid. Da ist. Alter! Ja, soll ich auf dich warten? Nee, die Ankerkette ist gerissen, Entschuldigung. Alter! Guck mal, du hast mich geschoben in das Auto vor mir und das Auto hast du unter den LKW davor geschoben. Ja, der steht jetzt. Alter! Der fährt nicht mehr. Das hat aber auch gut gescheppert. Da ist die Ankerkette gerissen, Entschuldigung. Der war nicht ohne, ey. Liegt irgendwer? Nee. Aber ich wollte nur mal Hallo sagen. Gerd hat einfach mal zwei LKW und ein Auto ineinander geschoben. Typischer A1 Auffahrunfall. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ihr da parkt. Da war eine Ampel. Hättest du ja die Augen aufmachen können. Ja, eine Ampel. Wer konnte denn mit der Ampel rechnen? Das stand auf beiden Spuren Zeug. Ja, hast du gesehen, wie man das macht? Erst waren es Autos, jetzt ist es Zeug. Und ich habe die Bremse schon ziemlich hart eingestellt. Ich habe ganz normal konstant runtergebremst.
Ich nicht. Ich hing, ja, das habe ich gemerkt. Ich hing auf der Fliese mit dem Fuß. Tja, als du noch Teppich hattest, war es einfacher, ne? Oh, hoch, wir waren auch noch. Hat das Bremsen nicht so weh getan? Ja. Biege nach rechts ab. Waren wir hier nicht schon mal? Nee, kann gar nicht sein. Straße ist nicht gelb. In Pussy. Ja, genau. Ja, da, Poissy. P-O-I-S-S-Y. Pussy. Kommt doch bestimmt so ausgesprochen. Klar, kennst die Franzosen. Ja, Arschwund. Falls jemand tanken möchte. Bei einem guten LKW. Ich auch. Immer noch halb voll. Immer geradeaus. Wow! Ja. Ist der rausgezogen, ja, der da rechts stand? Nicht nur einer, beide. Einer. Als ich da lang gefahren bin, war da nur einer. Die hatten alle irgendwie Selbstmordgedanken. Eieiei. Die fuhren alle locker flockig da mal raus. Boah, da hatte ich gerade einen Leck. Bus ist schon immer scheiß Computer. Nick, fährst du 90? Ja, also hier nicht, nee. Ich bremse jetzt nicht an der roten Ampel, Gerd. Ich hatte schon gebremst. Ich stand schon mit dem Fuß auf der Bremse. Ich bin ein bisschen froh, dass die nicht noch da standen, als ich um die Ecke gekommen bin. So, weg aus Pussy. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wenn der nächste Ort Arsch heißt, dann ist das aber scheiße. Ja. Raus aus der Pussy, ab in... Ja, vergiss es. Also ich drück das mal... Weiße Füllung. Also glaub mir, der Verkehrsminister wird sich dann immer schwer tun, wenn er sagt, es ist viel Verkehr in Arsch. Hast du schön geprägelt. Ich hatte sich wahrscheinlich vertan, das war gar nicht ihr Bauch, ne? Ja, vergiss es. Von Pussy bis Arsch sitzt nur 4 Kilometer. Die ist aber dann etwas voluminös. Tja. Etwas? Gib Gas. Ja, bestimmt. Dann kann ich mal, jemand bei dir gekommen oder kann was? Kann ich bei Nick den Staub einsammeln? Ja, jetzt wollte ich über den Standstreifen und dir vorbei und du ziehst wieder rüber. Tja. Bremse. Hier wird nicht illegal überholt. Bremse, ey. Hier wird nicht illegal überholt, weißt du, sagt der am meisten illegal überholt. Ja. Kreisverkehr, wir fahren einfach mal andersrum durch. Ja, du Benny, musst ganz kurz auf uns warten, Benny. Benny, achte auf deine Spiegel. Ja, mach ich auch. Sonst siehst du Nico wieder nicht. Ich hab den tatsächlich nicht gesehen. Ich bin unschuldig. Echt klar. Also ich hab geguckt, aber ich hab ihn nicht gesehen. An der Mautstelle hast du ihn auch nicht gesehen, den armen Kerl, ey. Ja, kann man schon mal übersehen. An der Mautstelle? Hä? Ja, wo du in die Leitplanke geflogen bist. Was denn hier? Wie viele Spuren wollt ihr? Ja. Da hat er mich nicht gesehen. Nee, du ihn nicht. Der Nico hat extra aufgepasst, aber da war nichts mehr zu machen. Also, ich konnte ihn nicht übersehen, weil er quasi links neben meinem Fahrerfenster war. Das hier ist eine interessante Konstruktion. Ja, du bist doch mal die falsche Spur gefahren, mein Freund. Kein Tunnel. Nein. Nur eine. Das ist nur eine Pussy. Pussy-Arsch. Nur eine Verkehrsberuhigung.
Oh, Benny, wir sind gleich da. Sehr schön. Dahinter kommt eh eine Mautstation, dann können wir uns davon. Also bei mir steht noch 692 Kilometer, also definiere, wir sind gleich da. Ja, mit gleich 8 Kilometer ist ja nicht mehr so viel. Naja, kommt auf die Anzahl der Unfälle an. Also 2,5 Stunden noch ungefähr. Also du meinst, wie oft Benny Nico übersieht, weil er nicht in den Spiegel guckt. Wo mal, wenn wir jetzt nicht in der Aufnahme wären, ne? Würde ich dich einfach in den AFK rumschmeißen. Tja. Bitte, das ist Mobbing. Dann würde ich dir einfach wieder die Rechte entziehen. Ja, mach doch. Kannst du machen. Was am meisten nervt, ist, dass bei 90 Schluss ist. Tja. Geht eigentlich. Wir spielen ja auch nicht Truck Racing. Nicht? Nein. Seit wann? Hui. Sei doch bewusst, dass da rechts neben dir ein PKW ist, ja? Ja, ja. Der LKW ist auf der Nachbarspur. Da war ein TGW.